Ja moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video gerne meine Gedanken mitteilen zum Samsung Galaxy Z Fold 2. Ich habe das Gerät jetzt 2 Wochen bei mir gehabt und damit rumgespielt und es benutzt und hier sind ein paar Gedanken, die ich zu dem Gerät habe. Ich habe auch gemerkt, dass auch nach dem Unboxing, auch wenn ich bei Kollegen geguckt habe, das Interesse an diesem Gerät ist irgendwie nicht ganz so riesig. Ich glaube im Allgemeinen, dass ein Foldable Phone, so die Idee ist cool, dass man irgendwie ein Handy hat und man kann es zum Tablet bewegen, aber ich glaube, viel mehr Leute sind viel mehr daran interessiert, sowas wie das Z Flip zu haben, also ein Gerät, was ich wie damals so ein Motorola Razr einfach zusammenklappen kann und dann größer machen kann, zumindest von meinem Eindruck her. Lasst uns mal über das Z Fold 2 sprechen, was es kann, was es nicht so gut kann. Auf geht's. Erstmal, das hier ist die 2. Generation an Folding Phones und ich muss sagen, das Ding fühlt sich einfach so viel wertiger an als noch die 1. Generation. Ich hatte die 1. Generation ja auf der IFA letztes Jahr in der Hand haben können und damit mal ein bisschen rumspielen können, habe da auch ein Video dazu gemacht. Aber ich sag mal, die Qualität ist halt nichts im Vergleich zu diesem Ding hier, was sich wirklich, das fühlt sich so unfassbar wertig an. Der Mechanismus funktioniert gut. Ich kann es jetzt in jeder Position halten lassen und das ist, also es ist so gut verarbeitet, dass es richtig eine Freude ist, es in der Hand zu haben und diesen Mechanismus zu bedienen. Das ist einfach toll. Ich meine, das Gerät ist an sich ziemlich hoch, also ist halt einfach ein langes Teil, ne? So, ist das ein Samsung Galaxy Fold 2, was du da in der Hose hast, oder freust du nur dich, mich zu sehen? Es ist aber auch ein ziemlich tiefes Handy, also es ist halt einfach dick. Ja, das liegt einfach daran, weil ich halt quasi wie 2 Handys habe, die ich aufeinander lege und zusammenfalte. Nichtsdestotrotz ist es ein Handy, was ich gut so in der Hand halten kann. Ich muss allerdings leider gestehen, dass ich es auf keine der beiden Arten wirklich angenehm in der Hand finde. Also es liegt gut in der Hand, aber ich hätte lieber ein Handy, was nicht ganz so dick wäre und auch nicht ganz so schwer, weil es ist halt schon mit über 200 Gramm ordentlich schwer. Auf der anderen Seite ist halt, wenn ich es im Tablet-Modus benutze, ich finde zum Beispiel, die Tastatur ist entweder zu klein oder zu groß. Ich bin nie so ganz richtig zufrieden gewesen damit. Und es hat dazu geführt, dass, wenn ich es benutzt habe, mir meine Hand irgendwie immer wehgetan hat. Und das finde ich sehr schade, weil das Gerät gefällt mir super gut. Und es ist cool, aber irgendwie ist der Formfaktor noch nicht ganz optimal. Aber ich kann sagen, die Displays sind ziemlich geil. Hier vorne haben wir ein 6,2 Zoll Display im 25:9 Format und innen drin haben wir ein 7,6 Zoll Display im 4:3 Format. Natürlich, wenn ich Videos gucke, ich habe immer schwarze Balken, egal auf welchem Display, aber die Displays sind geil. Innen haben wir noch 120 Hertz, das wird viele Leute freuen. Mir, naja, ist halt irgendwie egal, wie ich schon oft gesagt habe. Ich finde es aber cool, die Displays sind ziemlich ähnlich kalibriert, das heißt, die Farben außen und die Farben innen passen auch gut über, also zueinander. Und wenn ich außen eine App aufmache und dann das Handy aufmache, dann ist diese App auch gleichzeitig innen offen. Also wenn ich hier zum Beispiel den Play Store aufmache und dann klappe ich das Gerät auf, dann ist der Play Store auch innen drin offen. Das funktioniert meistens ziemlich gut, aber es gibt ein paar Apps, wo das ziemlich buggy ist. Zum Beispiel Spotify stürzt da gern häufiger mal ab, wenn ich das aufmache. Und viele Apps sind halt einfach für die Tablet-Größe unter Android nicht so gut optimiert und sind dann oft einfach größere Apps. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel Chrome, wo ich richtig Tabs habe, aber die meisten Apps sind einfach angenehmer auf der Außenseite zu benutzen, vom Design her, aber auf der Innenseite schöner von der Benutzung her, weil ich das Gerät da lieber benutze. Und da klingelt es. Und da bin ich wieder. Die Post ist wieder weg, jetzt piept der Geschirrspüler. Wir machen trotzdem weiter. Allgemein ist der Formfaktor von diesem Gerät, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen seltsam. Ich kann nicht so richtig meinen Finger drauf legen, aber ich finde es, egal in welcher Position, nicht so super angenehm zu benutzen. Ich meine, das ist nur meine Meinung. Das muss nicht jeder so sehen wie ich. Aber es ist halt schon ein ordentlicher Klopper. Also damit, ich glaube, damit kann ich jemanden erschlagen. Spricht für die Verarbeitungsqualität von diesem Ding, aber halt auch für die Größe, die ich dann immer mit mir rumtrage. Und vor allem, wenn ich es längere Zeit in der Hosentasche habe, dann merke ich es halt schon, weil es auch einfach schwer ist. Ich meine, wir sollten hier aber nicht vergessen, es ist einfach ein fucking Handy, was sich aufhalten kann. Wie krass ist das bitte? Es ist
Es ist immer wieder geil, das aufzumachen. Ich liebe das, dieser Mechanismus, der ist so ein bisschen süchtig machend und es ist einfach was, was man irgendwie haben will, auch wenn man es tatsächlich dann nicht ganz so oft benutzt. Viele haben gefragt unter dem Unboxing, was ich davon gemacht habe und auch auf Instagram unter dem Foto, wie fühlt sich das Display an? Also man merkt die Kante in der Mitte und die sieht man auch fast immer. Es gibt ein paar wenige Lichtbedingungen, wo ich die nicht richtig sehe, aber in der meisten Zeit sehe ich die einfach immer und es ist eine Frage, ob ich mich daran störe oder nicht. Mich persönlich stört es nicht ganz so sehr, ich weiß aber, kenne Leute, die auch sagen würden, könnte ich nicht benutzen. Das Display fühlt sich an wie Plastik, denn hier ist eine Schutzfolie drauf und die würde ich auch empfehlen, drauf zu lassen. Das Coole an dieser Folie ist, dass das Ganze selbstheilend ist. Das heißt, wenn ich hier wirklich mal mit dem Fingernagel oder so reinkomme, dann wird das nicht direkt das Display zerstören. Es steht zwar extra drauf, mach das nicht, lass das, aber auch wie beim Z Flip ist das Ding selbstheilend und kleinere Sachen gehen mit der Zeit auch raus. Wenn ihr Quinn von Snazzy Labs folgt, der hat auf Twitter gern mal sein Z Flip einfach durch die Kante gehauen, hat gesagt, das Ding hält super viel aus. Weiß nicht, warum Leute da immer so zurückhaltend sind. Aufpassen würde ich mit Wasser und mit Sand, weil das kommt halt hier in den Faltmechanismus rein oder könnte reinkommen. Und das auf der Innenseite von so einem Faltmechanismus, da wäre ich dann doch vorsichtig. Aber ich sag mal, das Display hier, das hält mehr aus, als man denkt. Auch wenn man natürlich damit vorsichtig sein sollte, man muss aber keine Angst darum haben. Wie gesagt, kleine Kratzer und so gehen nach einer Zeit wieder von alleine raus. Trotzdem würde ich die Schutzfolie drauf lassen, die hier drauf ist. Die kann man dann auch auswechseln lassen bei einem Samsung Store oder so. Ja, es ist nicht das gleiche Gefühl wie bei zum Beispiel einem iPhone oder so, wo ich halt wirklich Glas habe, oder auch bei jedem anderen Smartphone, was jetzt halt kein Plastikdisplay hat. Ich finde, es geht aber trotzdem in Ordnung. Also es fühlt sich nicht billig an oder so. Man merkt, dass es kein Glas ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, das ist was, wo ich einfach nicht gern drauf tippe. Das ist es nicht. Also das ist vollkommen in Ordnung. Was noch cool ist, die Displays auf der Innen- und auf der Außenseite sind unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann mein Homescreen außen anders anlegen als innen. Und das ist halt cool, wenn ich sage, okay, außen lege ich mir mein WhatsApp drauf und Telegram und Threema, wenn ich mal schnell eine Nachricht beantworten möchte. Und innen rein lege ich mir YouTube und Netflix und Amazon Prime Video, wo ich halt wirklich dann mehr konsumiere, oder auch Apps, mit denen ich jetzt irgendwas mache, irgendwie, keine Ahnung, Photoshop Mobile oder sowas. Das ist ganz cool. Auch, also natürlich spielen die zusammen, die Displays, aber sie sind irgendwie auch unabhängig voneinander in vielen Fällen, also in der Anordnung hier. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles System, was sich Samsung da ausgedacht hat. Ganz cool ist auch Multitasking, vor allem auf der Innenseite, wenn man halt so viel Platz hat, ist halt ein Tablet, da macht Multitasking Sinn. Hat Samsung hier auch gut integriert und das hat auch Spaß gemacht in der Benutzung. Wie gesagt, es ist aber manchmal noch ein bisschen buggy, also zumindest bei dem Gerät, was ich hier habe, hatte ich doch ab und zu mal Abstürze. Was kann ich zu den Kameras sagen? Wir haben ja hier 5 Kameras, ne? Wir haben eine Selfie-Kamera hier und eine Selfie-Kamera hier drin, die gleiche ist wie außen. Wir haben hinten 3 Kameras auf dem Gerät und ich muss sagen, ich meine, ich habe jetzt hiermit nicht super viele Fotos gemacht, obwohl es natürlich cool ist, weil ich zum Beispiel, wenn ich im Selfie-Mode bin, kann ich ja mal ganz kurz hier reingehen, also zum einen einmal quasi hier unten eine Anzeige bekommen kann, oben die Kamera, und kann die auch quasi von hier drin benutzen. Das heißt, ich kann dadurch, kann ich quasi einfache Selfies machen und mir anzeigen lassen, was ich sehe, was natürlich normal ist, aber ich kann das Ganze auch mit der normalen Hauptkamera machen und die mir dann hier draußen anzeigen lassen, während das Gerät aufgeklappt ist, und damit mit der Hauptkamera Selfies machen. Insgesamt, die Kameras sind so okay, ich würde sie nicht als krass gut beschreiben. Die Hauptkamera ist in Ordnung, die anderen beiden sind so mehr, vor allem der Weitwinkel, der rauscht doch ordentlich und ich, naja. Also ich kaufe das Gerät nicht wegen der Kameras. Und das ist halt schade, weil dieses Gerät ist ziemlich teuer, mit über 2000 Euro. Ich meine, ja, der Mechanismus kostet Geld, aber wenn ich halt so ein Gerät kaufe, wo ich einsteige, dann will ich halt das Beste vom Besten haben und das kriege ich hiermit einfach nicht. Mein abschließendes Fazit zu diesem Gerät ist also, es ist ausreichend schnell, es ist schön in der Benutzung von der Softwareseite her, auch wenn doch ab und zu ein bisschen buggy, aber ich persönlich bin einfach nicht so ein großer Fan von diesem Formfaktor. Ja, es ist technisch geil, aber in der echten Anwendung jeden Tag ist es so okay. Und das ist mir nicht 2000 Euro wert. Von daher, ich meine, das ist nur meine Meinung. Das ist einfach nur mein Eindruck von diesem Gerät, nachdem ich es jetzt die letzten 2 Wochen benutzt habe. Und ihr müsst nicht mit mir übereinstimmen, aber ich möchte eure Meinung, meine Meinung gern teilen. Denn ich meine, das ist ja die Essenz eines Reviews, zu sagen, was man denkt von den Dingen. Spezifikation absolut geil bei diesem Gerät, bis halt auf die Kameras, die irgendwie so, ne, sind.
aber in der Benutzung, im Alltag, ja, es macht Spaß, aber ich glaube, es wäre mir nicht das Geld wert. Zwei Sachen noch. Ich werde doch häufiger mit so einem Gerät angesprochen. Sieht man halt heute noch nicht ganz so häufig. Darauf sollte man gefasst sein. Und akkumäßig, da will ich auch noch was zu sagen, es ist okay. Es ist kein Akkuwunder. Es ist auch nicht terribly bad in der Akkulaufzeit. Es ist auch wieder hier wie die Kameras okay. Was denkt ihr zum Samsung Galaxy Z Fold 2? Ihr habt jetzt meine Gedanken gehört. Lasst mich gern wissen, was ihr davon denkt. Und wo ihr vielleicht mit mir übereinstimmt und wo auch nicht. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.